Hi, und willkommen zu meinem Video. Ja, da ich ja im Anschluss drehe, gibt es noch nichts Neues zu den Suppen. Aber ich werde mal schauen, was ich da machen kann und wie ich das mache. Ich überlege es noch. Ja, gut. Ja, tolles Ding. Ich wollte euch was erzählen. Oder besser gesagt, ja. Da geht schon viel. Entschuldigt, ich teste immer anhand von einem Zopfen, weil jetzt schon meine Haare gewachsen sind. Und habe gerade festgestellt, dass es schon überraschend viel ist. Ja, gut. Ist so ein riesen Busch da hinten. Ja, das habe ich mir während der Corona-Zeit wachsen lassen. Und jetzt lasse ich es eben weiter wachsen. Aber wenn wir gerade von der Corona-Zeit so nett plaudern. Sich selbst Vorlagen liefern, das ist schon traurig, aber gut. Mir ist in der Zeit was sehr Interessantes aufgefallen und das ist, je länger ich drüber nachdenke, je intensiver ist dieses Gefühl und je mehr merke ich, dass es sowas ist, was ich einfach auch mal. Warte ich mal ganz kurz, entschuldigt, ich muss gerade ganz kurz was gucken, weil mir fällt gerade was auf. Gut, also folgendes. Während der Corona-Zeit war es so, dass alle zu Hause bleiben mussten, dass Kontakte verpönt waren, dass einfach, ja, meine Lebensart, meine bevorzugte Variante des Lebens plötzlich für alle galt. Und die ganze Welt hat sich beschwert. Jeder hat gesagt, das geht nicht, das ist furchtbar, mir fehlen die Kontakte, mir fehlt dies, mir fehlt das, mir fehlt jenes. Und dann hat die Corona-Zeit sich wieder etwas, hat sich Corona wieder etwas zurückgezogen, es wurde weniger, die Inzidenz ist kleiner geworden und entschuldigt, mir platzen gleich die Lippen auf, ich habe das Gefühl, es reißt gleich weg. Ja, und die Leute haben wieder angefangen, in ihrem normalen Leben zu leben. Und dann ist mir was aufgefallen. Nämlich 2 Jahre lang hat die Autonormalbevölkerung gelebt, wie ich seit Jahren lebe. Und es war für sie unerträglich fast. Viele sind wütend geworden, viele haben angefangen zu rebellieren. Ich meine, man möge sich einen Xavier Naidoo und einen Attila Hildmann angucken, die sind ja voll ausgeflippt. Und für mich ist das mein Alltag. Das ist für mich das komplett normale Leben. Und ich finde es so krass, weil 2 Jahre haben alle leben müssen, wie ich immer lebe, und haben es nicht ertragen. Ich lebe seit knapp. Na, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen 27 Jahre, weil das stimmt nicht. Ich muss mal kurz rechnen. Also 13 Jahre sind das Minimum. Ich lebe seit 13 Jahren auf diese Weise und ich kann damit leben. Aber das Ding ist, seit 13 Jahren erzählt mir jeder, ich soll so leben wie die anderen. Und ich habe es 2 Jahre nicht ausgehalten. Also. Sie erwarten von mir, ich soll mein Leben so gestalten wie das Leben der anderen. Aber sie ertragen es nicht mal 2 Jahre so zu leben wie ich. Aber ich soll mich immer dem normalen Leben anpassen. Und ich finde es schon interessant, so dieses, ja, das, was dann erwartet wird von einem. Es wird von mir erwartet, dass ich lebe wie jeder, weil das macht man so. Aber wenn die anderen leben sollen mal für kurze Zeit wie ich lebe. Dann ist es gefühlt die volle Weltuntergangsgeschichte. Und das verstehe ich nicht. Das ist sowas, was mich mir komplett entzieht. Und ich weiß auch wirklich nicht, was ich da jetzt für mich persönlich rausziehen soll. Ich merke, dass ich im Moment gerade, dadurch, dass ich 2 Jahre für mich wirklich das Paradies auf Erden hatte, wirklich, es war die schönste Zeit meines Lebens, weil keiner hatte die Erwartung, dass ich rausgehe. Keiner hatte die Erwartung, dass ich jemanden besuchen gehe. Keiner hat erwartet, dass man Hände schüttelt. Keiner hat erwartet, dass man irgendwas tut. Und das für 2 Jahre. Und das war für mich die schönste Zeit des Lebens. Ich habe noch nie so eine schöne Zeit gehabt. Und jetzt
plötzlich spüre ich, wie die Leute mir gefühlt oder besser gesagt auch, ja, es ist nicht nur ein Gefühl, es ist einfach auch so für mich, einen Druck machen, ich muss wieder rausgehen, du musst doch wieder die Leute treffen, du musst doch wieder, es wäre doch so schön, wenn wir uns wieder sehen. Ja, sie akzeptieren, dass ich es nicht tue, meine Bekannten im Umfeld. Aber es ist halt wirklich so, dieses, es stresst mich dennoch, wenn ständig irgendjemand sagt, ja, aber du möchtest doch bald wieder rausgehen können und sie wieder normal leben. Wo ich mir denke, nee. Weil rausgehen und zu anderen besuchen ist für mich nicht das normale Leben. Das ist für mich nicht das Leben, wo ich, ja Gott, ich sehe aus, als hätte ich einen Schnäuzer, aber das liegt tatsächlich nur an dem, welchen zweiten Bildschirm gerade oben anhabe, weil ich auf zwei Bildschirmen gerade arbeiten muss. Ja, aber für mich ist das nicht das normale Leben. Für mich ist das nicht so dieses das Leben nach dem Motto, so will ich leben, sondern für mich ist das ja das. Für mich ist das, was für die anderen die zwei Corona-Jahre waren, ist das, was sie jetzt von mir erwarten. Und ich, auf der einen Seite möchte ich diesen Erwartungen entsprechen, aber auf der anderen Seite merke ich für mich, wie es mich in ein tiefes, dunkles Loch runterzieht, dass ich dieser Erwartung nicht gerecht werden kann, aufgrund dessen, dass ich jetzt einfach für mich weiß, es gibt da draußen die Möglichkeit, anders zu leben. Es gibt die Möglichkeit, schön, für mich erträgliches, schönes Leben zu haben. Und ja, natürlich ist mir auch bewusst, dass meine Lebensart nicht funktioniert, wenn ich andere Leute anders leben. Aber ich frage mich halt einfach, was mache ich jetzt? Was ist jetzt mein Weg, dieses, das, ja, das damit umgehens? Ich meine, 2 Jahre lang habe ich in einer Welt gelebt, die nur dafür da war, für mich besser zu sein und für die Leute um mich herum, wegen den Inzidenzen und so weiter. Und plötzlich war es anerkannt, wie ich lebe. Und es war gewollt. Jetzt bin ich in einer Welt, wo wieder jeder erwartet, dass ich mich an die Welt da draußen anpasse. Und was macht man dann? Was macht man, wenn die Welt erwartet, dass man sich wieder anpasst, nachdem man gerade in der Welt war, die sich an mich angepasst hat? Ich will nicht zu narzisstisch sein und sagen, jetzt müssen alle raus, sich einsparen und so weiter. Aber ich hätte einfach gerne ein bisschen mehr, ja, weiß nicht, mehr Zeit. Mehr Zeit, um mich wieder daran zu gewöhnen, in eine Welt zu müssen, die nicht für mich geschaffen ist, die mir Probleme macht und mir das Leben schwer. Und es wäre einfach wirklich schön, dann auch die Zeit zu bekommen und nicht immer, ich habe den neuen Stunden. Nee, das ist der alte. Ich habe da am Finger so einen Leberfleck und den habe ich gerade wieder entdeckt. Und es wäre einfach schön für mich, die Zeit zu bekommen, wieder mich zurück zu akklimatisieren. Klingt jetzt komisch, wenn man das so sagt, aber ist so. Ja, ich frage mich, wie es anderen Aspergern da draußen geht. Wie habt ihr das mit der Corona-Zeit wahrgenommen? War das auch für euch eine einfachere Zeit? War es für euch eine schwerere Zeit? Habt ihr auch so das Gefühl, dass plötzlich die ganze Welt sich verändert, aber auf eine Art, wo ihr noch nicht einschätzen könnt, ob ihr das mögt oder nicht? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.